So, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Factorio Folge 008 und wir zocken mit Ditech Mod. Richtig. Ja, was machen wir Schönes? Jetzt, es ist wieder mal so lange her gewesen, muss ich echt jetzt gestehen. Ich brauche manchmal echt einfach zu lange in der letzten Zeit. Das ist schon echt brutal. Aber ich bin halt echt am Überlegen, ob wir nicht uns das Ganze nochmal hier neu gestalten. So dass wir uns ein bisschen weniger Stress machen. Und nochmal überlegen, ob das hier nicht ein bisschen schöner geht. Ich glaube hier tatsächlich, das ist voll, ne? Es sind ja nur 200. So. Ja, wir sind bei der Robotertechnik im Moment, ne? Und ich produziere mir gerade auch Handgranaten. Ich will nämlich endlich diese komischen Alien-Nester hier in der Nähe loswerden. Ich will das Alien-Nest da unten auch loswerden, aber ich glaube, das wird sehr, sehr anstrengend. So, Kupfer haben wir im Moment genug. Und da kommen sie auch schon. Machen die hier meine Kohlelein kaputt. Diese Undankbaren, ey. So, mal gucken. Hier ist noch der Strom unterbrochen. So. Wunderbar, wunderbar. Ja, das Fließband ist nicht so auf dem Damm. So, dann reparieren wir hier mal ein bisschen. So. Also. Was brauchen wir denn? Wir haben oben auch noch Bricks. Ich muss echt überlegen, was produzieren wir uns denn dann jetzt erstmal? Ich war ja dran, also die Roboter zu erforschen. Ich weiß nicht so recht. Sollen wir uns mal unten an dem Nest versuchen? Versuchen, dieses loszuwerden. Versuchen können wir es ja mal. Oh ja, da ist einiges los. Jawohl, guck mal. So schnell kann's gehen. Ja. So. Sind wir euch auch los? So. Bin ich diese blöden Beißer da unten los? Die gehen mir nämlich auf den Nerv. Hier ist noch richtig dichter Urwald. Das ist ja echt extrem. Da kommt er überhaupt nicht mehr durch. Da muss man sich echt schon durchquetschen irgendwie. Ja, jetzt sind wir da auch durch. Ich sehe nämlich hier ist nämlich noch, glaube ich, eins. Ja, da ist das nächste Beißernest. Robotertechnik. Dann möchte ich doch jetzt mal Konstruktionsroboter erforschen. Oder was konnten wir damit noch? Wir konnten Konstruktions- und Logistikroboter. Machen wir erstmal die Konstruktionsroboter.
Aber hier sind unsere nächsten Kunden, ne? So. Und schon, dem war der los. Räumen wir hier mal ein bisschen auf. Dass wir mal hier Platz haben. Und uns weiter ausweiten können. Ich bin am Überlegen, einen Teil der Fabrik neu zu bauen. Und zwar in einem effizienteren und schickeren System. Vor allen Dingen hier bietet sich das total an, weil hier ist überall Platz. Ist einfach Raum. Guck mal, hier oben ist ein fettes Kupfervorkommen. Finde ich auch schon mal nicht schlecht. Und ich möchte aber dafür hier oben dieses Beißernest, was wir da haben, auch loswerden. Guck mal. Oder das war auch schon etwas größeres. Ja, finde ich das toll. So. Ich würde sagen, jetzt haben wir hier auch mal richtig gut aufgeräumt. Dann können wir uns hier mal einen Teil der Fabrik neu bauen. Konstruktionsroboter haben wir. Jawohl. Das würde das hier bringen. Produziere ich eigentlich schon Blue Science? Ich glaube noch nicht, ne? Mich recht entsinne. Muss ich mal gucken. Ansonsten haben wir Logistikroboter. Erforschen wir da mal ein paar Logistikroboter. Was wir unbedingt brauchen, ist, glaube ich, noch ein Eisenvorkommen vernünftiges, weil wir haben hier noch keins. Und wenn ich jetzt mal auf die Map schaue, dann sehe ich da und da. Da ist auch ein großes Eisenvorkommen. Ich möchte das gerne ein bisschen effizienter aufziehen, als das, was wir jetzt haben. Wichtig war jetzt, dass wir hier mal ein bisschen aufgeräumt haben. Und ne, Blue Science produzieren wir noch nicht. Aber es gibt uns halt die Möglichkeit hier, wenn wir noch Sachen machen und Sachen bauen, dass wir da auch effizienter werden. So. Jetzt können wir unseren Roboterhangar bauen. Wir können so einiges hier, sehe ich schon. Lagerverfahren. Gucken. Wie ist das denn eigentlich hier? Da gab es doch auch dieses Logistiksystem. Das habe ich, glaube ich, schon, ne? Oder bin ich blind? Da, Logistiksystem. Ach, dafür brauche ich jetzt die Konstruktionsroboter. Ja, ne, die Logistikroboter. So. So. Können dann hier mal weiter konstruieren. Hier wird schön Kohle vorproduziert. Und da produzieren wir uns auch ein paar Mauern. Hier mal 2, 4, 6, 8, 10. An 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 Boilern. Das ist Maximalausbau. Wie sieht es aus? Jo, wir brauchen Strom.
Das ist ersichtlich. Hier haben wir auch einiges, was hier schon nachproduziert wird. Das wir gar nicht unbedingt benötigen. Müsste man mal nachschauen, ob das auch alles wichtig ist. Also an Green Science produzieren wir noch nicht so viel, wie ich das sehe. Kann ich da... Ich brauche Eisen. Braucht man das nicht immer? Fortgeschrittene Materialverarbeitung. Das habe ich ja schon. Dafür brauchen wir den Hochofen mit Stahlträgern. Gucken, produzieren wir Stahl. Ich bin überhaupt nicht mehr im Bilde, merke ich gerade. Hier werden Handgranaten produziert. Kurze Hand. Wir produzieren am besten uns jetzt mal ein bisschen Stahl. Jo, ich produziere mir jetzt ein bisschen Stahl. Das war da mal auf einen grünen Zweig kommen und uns gleich hier diese Hochöfen produzieren können, wofür ich auch noch Ziegelsteine brauche, die im Moment komplett in die Mauern fließen. Wie viele Mauern haben wir denn da? Ich denke, das sollte reichen. Viel mehr darf da nicht kommen. Wir produzieren hier ja sogar Stein en masse. Warum auch immer hier Steine rumliegen, wie bekloppt. Ich denke nicht, dass wir den hier weiter brauchen. Haben wir da direkt wieder Mist gebaut. Zack. So. Da haben wir auch Mist. Deswegen kommt hier nicht so viel Kohle nach oben. Und hier ziehen wir das mal rüber. Dumm-di-dumm-di-dumm. Ich sollte Konstruktionsroboter bauen, die mir abreißen, weil die können mir nämlich auch Bäume abreißen, was ich sehr gut finde. Weil Bäume sind somit das Nervigste, was es gibt. Könnte man sagen. Ich möchte hier die Kohle hier eins rüberziehen. So, nämlich. Warum will ich das tun? Dann kann ich nämlich hier diesen Splitter da einsparen, wenn ich das richtig sehe. So, der kommt weg. Und zwar so hätte ich das gerne.
Oh, jetzt ist da auch mal richtig was los in den Schmelzöfen hier. Schupp. Die mir hier mal ein bisschen Ziegelsteine produzieren und meine Stahlöfen sollten jetzt auch fertig sein. Ich brauche Eisen. Wie immer. Ich produziere hier sogar schon Stahl. Da war ja was. Ich bin voll raus, ey. Ich merke das gerade schon. 14. So, jetzt haben wir. Ja, produzieren wir doch mal hier ein paar. Ich schmelze nämlich jetzt dann auf einmal schneller. Mal eben doppelt so schnell, ne? So, jetzt brauchen wir noch 7. Da brauche ich wieder Ziegelsteine für. So, jetzt produzieren wir Eisen. Guck mal, wie schnell das jetzt auf einmal geht. Wird hier doppelt so schnell produziert. Schön finde ich das. Das gefällt mir echt gut so. Soll sich hier ruhig überall aufstauen jetzt. Dass wir Massen an Eisen bekommen. Also im Kupfer wird im Moment ja mal gar nichts verbraucht. Erforschen wir uns doch mal das Logistiksystem. Jetzt habe ich hier schon einiges an Stahl. Kann auch abgebaut werden. So. Das finde ich gut. Ist jetzt richtig was los. Man merkt das auch, mehr schaffen die nicht. Das ist schon echt heftig jetzt, was ich hier rauskloppe, gerade an Eisen. Weil ich möchte nämlich gerne jetzt ein Pattern erzeugen. Also, ich würde jetzt hingehen und mir hier eine schöne Ofenbatterie hinziehen. Die wäre dann von mir aus hier so. 2, 3 und 4. So. Und guck mal, da haben wir noch mehr. Da kümmern wir uns dann gleich mal drum. Und zwar, der Feed ist von unten. So, und nee, da. Und dann nehmen wir uns die Öfen. Jetzt
2, 3 und 4 und hab keine. Oh, schön. Ja. Nur bis da muss es gehen. Und dann kommt hier ein Splitter hin. Mit den beiden Zufahrtswegen. Wunderbar. So hätte ich das gerne. Ja, das ist dann jetzt, sag ich mal, eins der optimalsten Setups. Und da haben wir hier diese 4. Na. So, das kann ich mich nachher dann auch einfach simpelst aufrüsten. Das sind zwei, zwei Stück sind ein Miner. 1, 2, 3, 4 Miner hätten wir da. Und ich würde das gerne 1, 2. Machen wir es mal erstmal, keep it simple. Viel kann ich ja eh erstmal nicht machen. Ich würde das jetzt gerne als Blueprint mir abspeichern. Wo habe ich denn die Blueprints? Da muss ich gerade echt suchen, aber ich glaube, wir können noch nicht forschen. Ich brauche automatisierter Aufbau. Erstmal. Deswegen lief das hier nicht. So, und die haben jetzt hier ihre volle Munition. Das ist schön. Die gelbe Munition, die ist hier auch vorhanden. Da sind 200 von da. Das sollte erstmal reichen. Ja. Ich würde sagen, das gucken wir uns dann mal an, hier, was dabei herumkommt. Ich glaube, ich mache das direkt auf Hochöfen. Einzige, was ich dann mal auch gleich bauen muss, sind Anbieterkisten. Provider Chests. Bräuchten dafür erweiterter Schaltkreis. Für den erweiterten Schaltkreis brauchen wir dieses komische Zeug da unten. Was auch immer das ist. Zweimal Kunststoff. Ach, Kunststoff. Ja, klar. Da muss ich dann erstmal Öl abarbeiten. Das haben wir direkt hier. Öl, Öl, Öl. Zahnräder. Brauche ich Metall für. Holen wir uns etwas Metall. Hallo. So können die hier wieder anfangen zu schmelzen. Guck mal hier, das sind ja Zahnräder. Jawohl. So, was haben wir denn hier? Ich brauche eigentlich brauche ich mal Lampen. Haben wir Lampen schon? Lampen, Lampen, Lampen. Lampen. Da.
Dann ziehen wir schon mal hier Strom rüber. Bisschen Strom hin. Zack. So. Und dann hier Lampen und hier auch schon mal. Damit ich hier ein bisschen Licht habe. So. Wie viel haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3. So. Ich glaube, das lassen wir jetzt durchlaufen. Und das alles Weitere sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Karo 7.